Stille Nacht, heilige Nacht. Bei meiner Tante Gertrud war es kein richtiges Weihnachten, wenn dieses Lied nicht gesungen wurde. Ich als Jugendlicher habe das ganz anders gesehen. Mir war das viel zu kitschig und sentimental. Es zielte für mich auf ein kleinbürgerliches Familienidyll, anstatt von Gottes Weg zu dem Menschen zu erzählen, was er verändert und verändern will mit uns. Ich merkte bald, ich war mit meiner Kritik nicht allein. Als junger Pfarrer wunderte es mich, dass diese so oft gewünschte Welthit im damaligen evangelischen Kirchengesangbuch gar nicht enthalten war. Ich war froh, als es 1993 wieder im evangelischen Gesangbuch aufgenommen wurde und so auch Menschen wie Tante Gertrud darin vorkamen, mit ihrem Glauben. Heute ist das Lied immaterielles Weltkulturerbe und wird angeblich in über 300 Sprachen gesungen. An diesem Lied scheiden sich die Geister. Und es zeigt, wie kurvenreich und überraschend Gott den Weg zu den Menschen findet. Denn Stille Nacht hat einfach eine erstaunliche Geschichte, bis in unsere Zeit. Und selbst die Diakonie spielt dabei eine wichtige Rolle, aber der Reihe nach. Das Lied über das vermeintliche Familienidyll mit trautem Paar und dem holden Knaben im lockigen Haar entstand vor mehr als 200 Jahren. Sein Text stammt vom 24-jährigen Hilfsprediger Josef Mohr, der es 1816 im Salzburger Land dichtet. Mohr war ein uneheliches Kind, dessen Vater bei der Salzburger Armee war und vor seiner Geburt desertierte und verschwand. Mohr brauchte wegen dieser Lebensumstände sogar eine päpstliche Sondergenehmigung, um überhaupt als Priester arbeiten zu dürfen. Vielleicht konnte er auf diesem Hintergrund die Sehnsucht nach der Familie als einem Schutzraum so gut in diesem Lied ausdrücken. Zwei Jahre später wird das Lied 1818 in seiner neuen Pfarrstelle in Oberndorf uraufgeführt. Das Ende der Napoleonischen Kriege hatte für Oberndorf heftige Auswirkungen. Die Stadt gehörte zur Stadt Laufen am Fluss Salzach. Die Stadt wurde geteilt, Laufen wurde bayerisch, Oberndorf gehörte zu Österreich. Der Fluss wurde Grenzfluss, der Ort von seiner Lebensgrundlage, dem Salzhandel, abgeschnitten. Stille Nacht hatte ursprünglich 6 Strophen und eine davon klingt dann ganz anders, wenn man dieses weiß. Stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heute alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt. Jesus die Völker der Welt. Stille Nacht als Protestlied gegen den Krieg. Wer hätte das gedacht? Das können wir doch auch in unserer Gegenwart, nicht nur im Blick auf die Ukraine, leider allzu gut gebrauchen. Die Musik hat Franz Xaver Gruber komponiert. Er war Lehrer und Organist im Nachbarort und vertretungsweise für das Orgelspiel in Mohrs Gemeinde zuständig. Mohr fragte den nur wenige Jahre älteren nach einer musikalischen Begleitung für seinen Text Weihnachtslied. Gruber liefert. Bei der Uraufführung singt Mohr die erste Stimme, Gruber die zweite. Mohr spielt dazu Gitarre, damals ein Wirtshausinstrument, das in der Kirche nichts zu suchen hatte, und ein Chor sang die Wiederholungen mit. Gesungen wurde nicht in der Kirche, sondern nach der auf Latein gehaltenen Messe vor der Kirche. Da stand nämlich eine Weihnachtskrippe der besonderen Art. Sie soll mehr als 300 Figuren gehabt haben, eine Attraktion. Das Lied wurde dort mit allem Beifall aufgenommen, wie der Komponist Jahre später dem preußischen König auf eine Anfrage hin über die Entstehung des Liedes berichtet. Wie um alle Welt aber kommt Stille Nacht aus dem katholischen Salzburger Land ins protestantische Preußen? Auf ziemlich aberwitzigen Wegen. Wahrscheinlich hat ein Tiroler Orgelbauer, der die Orgel in Oberndorf reparierte, das Lied mit in seine Heimat, das Zillertal, genommen. Von dort zogen damals viele Volkssängergruppen durch die Lande. Eine davon war die der Geschwister Strasser. Sie brachten Stille Nacht, gekürzt auf 3 Strophen, mit aufgepeppter Melodie, aufgeführt mit Trachten und als originales Tiroler Lied in Umlauf. Mit großem Erfolg. Allerdings fielen bei den 3 Strophen wichtige Gedanken weg. Das war da ganz im Trend des Biedermeiers, der damals herrschte.
In den 1830er Jahren wurden die Strassers insbesondere bei ihren Auftritten bei der Leipziger Messe umjubelt. Ihr Tiroler Weihnachtslied geht das erste Mal in Druck. Leipzig war damals, wie ganz Sachsen, zu 90% evangelisch-lutherisch. Von dort aus trat Stille Nacht seinen Siegeszug in die nördlich gelegenen protestantischen Länder Deutschlands an. Dazu trug entscheidend die Diakonie bei. Schuld daran war Pastor Johann Hinrich Wiechern. Er könnte Ihnen als der Gründer des Rauen Hauses, einer der ersten Jugendhilfeeinrichtungen neuer Art in Deutschland, und als Erfinder des Adventskranzes bekannt sein. Wiechern nahm das Lied 1844 in sein Liederheft für das Raue Haus auf. Und das trug zu seiner großen Verbreitung entscheidend bei. Allerdings bearbeitete er vorher das Lied. Das Ergebnis war die musikalische Fassung, die bis heute die geläufigste ist und sich auch in den katholischen Gesangbüchern durchgesetzt hat. Das Lied wurde dadurch melodisch etwas einfacher und weniger sentimental. Er beließ es bei den drei damals schon etablierten Strophen, machte im Refrain aber zweimal aus Jesus Christ. So wurde aus Jesus der Retter ist da, Christ der Retter ist da. Wiechern wollte damit die Gottheit des Kindes in der Krippe betonen und mehr richtige Theologie ins Lied bringen, zeigen, was Gott Weihnachten für uns tut. Ich könnte noch mehr Kapriolen beschreiben, die das Lied geschlagen hat. Doch Stille Nacht ist einfach nicht unterzukriegen. Ich kann heute gut mit dem Welthit leben und auch kräftig mitsingen, gerade weil ich seine Geschichte ein bisschen kenne. Es macht mich demütig zu sehen, welchen Lauf das Lied genommen hat, wie viel in diesem Lied steckt bis heute, auch an Sprengstoff. Wie es beschaulich auf die Familie zentriert, seinen Zug um die ganze Welt gemacht hat. Vielleicht spiegelt sich in dieser Entwicklung sogar etwas wider von dem, was Sie im Diakoniewerk tun. Viele Menschen, die wir im Diakoniewerk begleiten, haben verschlungene Wege hinter sich. Und doch geht Gott diese Wege auch mit Ihrer Hilfe immer weiter mit und sorgt dabei für so manche Überraschung. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, daran schlägt die rettende Stund, Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Anscheinend trifft Stille Nacht mit seinem einfachen Blick auf Jesus, aus dem uns Gottes Lachen entgegenkommt, aus Liebe, unsere Sehnsucht nach Liebe, nach Frieden, nach Gott. Und das weltweit. Das ist schon ziemlich viel für solch ein kleines Weihnachtslied. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, liebe Mitarbeitende im Diakoniewerk, liebe WegbegleiterInnen der Diakonie, ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest. Ja, die Sehnsucht nach Liebe, nach Frieden, nach Gott, sie wird in den persönlichen Begegnungen, die Pfarrer Müller und ich in den letzten Tagen gemacht haben, ganz oft ergänzt um die Sehnsucht nach zur Ruhe kommen. Es sind und es waren und es werden herausfordernde und damit auch sehr anstrengende Zeiten. Und da tut Ruhe und vielleicht auch Stille mit Sicherheit gut. Auch ich als Vorstand wünsche Ihnen eine gute Zeit und frohe Weihnachten.